Hey liebe GTA 5 Freunde, willkommen zu dem wöchentlichen GTA News hier auf meinem Kanal Sion Show. Und ohne große Umschweife beginnen wir gleich mit dem ersten Thema. Nämlich sind in der letzten Woche gleich zwei neue Trailer zu GTA 5 erschienen. Der erste davon zeigt den First-Person-Modus des Spiels und der zweite ist ein Vergleichsvideo zwischen der PS3 und PS4-Version von GTA 5. Beide Trailer habe ich euch in der kompletten Länge in der Beschreibung verlinkt. Zudem gab es im Rahmen dieser Trailer auch einige neue Informationen zur Next-Gen-Version von GTA 5. Dazu werde ich euch auch nochmal ein Video in die Beschreibung packen. Monatelang hieß es ja in der GTA-Community, wann kommt denn Standard-Skill zurück? Der hat seinen Kanal mit ca. 40 oder mittlerweile glaube ich sogar 50.000 Abonnenten ungefähr ein halbes Jahr eben liegen lassen, aber nun ist er seit ungefähr einer Woche mit regelmäßigen Videos wieder am Start. Unter anderem hatte da auch seine Mythbuster-Reihe fortgesetzt, ein Video zusammen mit dicrybex hochgeladen und etwas zur Next-Gen-Version von GTA 5 veröffentlicht. Über ein Jahr ist nun GTA Online schon verfügbar und das hat sich der IDZock so ein bisschen als Vorwand genommen für sein Top 5 Video der besten Glitches aus einem Jahr GTA Online. Viele davon funktionieren zwar mittlerweile nicht mehr, aber trotzdem ist es mal interessant anzuschauen und die Zeit Revue passieren zu lassen. Auch dieses Video von ihm findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Rockstar Deutschland hat dann zudem der deutschsprachigen Seite Game Reactor bestätigt, dass die Heist-Missionen, also die Banküberfälle, kurz nach dem Release von GTA 5 für PS4 und Xbox One auch erscheinen werden. Also nicht direkt beim Release, aber kurz darauf. Ob diesmal die Informationen stimmen werden, sei mal dahingestellt. Crimex hat dazu aber auch ein Video hochgeladen, das ich euch natürlich auch in der Beschreibung verlinken werde. Ansonsten gab es in der letzten Woche nicht allzu viele Neuigkeiten, über die man berichten konnte, aber ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge einen guten Überblick der Geschehnisse der letzten Woche verschafft habe. Leider gibt es diese Woche auch keinen GTA-YouTuber, ich hatte zu wenig Zeit, einen rauszusuchen. Das wird dann aber nächste Woche wieder dabei sein in diesem Format. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da oder schreibt mir halt eure Meinung zu den angesprochenen Themen in die Kommentare. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Samstag oder bei einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Tschüss!